Hallo ihr Lieben, ich bin Kathi und gemeinsam mit Mama und Robert habe ich gut 6 Wochen lang den Norden Indiens bereist. Und um uns zwischendurch so ein bisschen zu erholen und zu entspannen, haben wir auch einen Stopp in Udaipur im Süden Rajasthans eingelegt. Die Stadt wird auch Venedig des Ostens genannt. Uns hat der kleine künstlich angelegte Pichola-See allerdings eher ein bisschen an den Koma-See erinnert. Warum sich Udaipur nicht nur zum Entspannen lohnt und was es dort alles zu sehen und zu erleben gibt, das seht ihr in diesem Video. Ich wünsche euch viel Spaß beim Anschauen. Willkommen in Udaipur. Wir sind heute gut mit dem Bus hier angekommen und haben auch schon unsere Unterkunft bezogen. Die ist sehr schön, die zeige ich euch aber später, denn wir sind gerade auf dem Weg zu einem besonderen Erlebnis, worauf wir uns schon sehr lange freuen, und zwar einem indischen Kochkurs. Wir lieben ja indisches Essen und wir können es kaum erwarten, auch zu lernen, wie man es zubereitet. Zur Vorspeise haben wir Pakora und Samosa mit verschiedenen Dips gemacht. Dazu gab es frischen Chai-Tee. Danach ging es dann ans Kochen des Hauptgangs. Ganz besonders spannend fanden wir die Zubereitung des Naan bzw. der Chapati. Allerdings wird das Nachkochen ohne Gasherd leider etwas schwierig. So, wir haben jetzt ungefähr 3 Stunden gekocht, unseren Hauptgang. Es ist auch viel zu viel für 3 Personen bzw. 4 Personen. Wir haben hier einmal Malai Kofta gekocht, hier Plain Rice. Dann haben wir hier ein Auberginencurry, Chapati und Naan. Und hier haben wir noch ein Dal Curry. Jetzt freuen wir uns schon drauf, das endlich alles zu essen und zu probieren, was wir da gekocht haben. Guten Morgen. Wir sind dann nur noch vollkommen überfressen ins Bett gefallen. Der Kochkurs hat sehr viel Spaß gemacht. Das war ein cooles Erlebnis. Aber wir müssen auch zugeben, dass wir uns ein klein bisschen mehr erwartet hatten. Wir dachten, dass wir ein bisschen mehr lernen. Aber das kann man natürlich auch positiv sehen, weil somit haben wir auch gelernt, dass es gar nicht so schwer ist, gutes indisches Essen zuzubereiten. Jetzt haben wir uns hier schon ein nettes Café gesucht. Davon gibt es ganz, ganz viele in Udaipur. Das ist immer der positive Effekt, wenn man an einem touristischeren Ort ist. Und haben uns hier einen sehr leckeren Kaffee bestellt und dazu noch eine Smoothie Bowl, und ich würde sagen, ist doch schon mal ein guter Start in den Tag. Wir sind jetzt gerade auf dem Weg zum Yak Mandir. Das ist ein kleiner Palast auf einer Insel mitten im See, und um zur Bootsanlegestelle zu kommen, mussten wir erstmal zum Eingang vom City Palace und da auch einen kleinen Eintritt zahlen für die Anlage, und da mussten wir jetzt einmal komplett durchlaufen, um eben jetzt gleich an den Bootsanleger zu kommen. Wir dachten ja ehrlich gesagt, dass wir direkt zu dem Palast fahren, aber jetzt machen wir hier noch so eine kleine Rundfahrt. Das ist richtig schön, mal hier vom Wasser aus einen Blick auf die Stadt zu erhaschen. Die Bootsfahrt hat jetzt ungefähr 20 Minuten gedauert und war richtig schön. Wir würden euch auf jeden Fall empfehlen, dass ihr euch einen Sitzplatz auf der rechten Seite im Boot sucht, denn da hat man den besten Blick aufs Ufer. Jetzt sind wir hier auf der Insel angekommen, in einem sehr schönen Innenhof gibt es ein süßes Café. Da haben wir uns jetzt erstmal einen Kaffee geholt und genießen den jetzt mit Blick auf den See. Und das ist richtig schön, weil im Hintergrund auch so ganz beruhigende, schöne Musik läuft. Also wir genießen das hier sehr, als richtiges Urlaubsfeeling. Thank you.
Außer dem wirklich hübschen Café gab es dann eigentlich nur noch einen kleinen Park, durch den man durchlaufen konnte. Der Rest der Insel gehört nämlich einem Hotel und der ist dann auch nur für Hotelgäste zugänglich. Dementsprechend ging es für uns dann auch relativ schnell zurück. Es muss wohl auch sehr schön sein, die Insel zum Sonnenuntergang zu besuchen. Da gibt es dann auch Essensangebot zum Beispiel. Allerdings ist da auch dann die Bootsfahrt teurer und natürlich ist auch deutlich voller. Das haben wir jetzt auch schon gemerkt, dass sich so langsam die Insel dann gefüllt hat. Dementsprechend würden wir eher empfehlen, gleich mit dem ersten Boot rüber zu fahren. Wir haben jetzt noch eine kurze Mittagspause in einem Dosa Streetfood-Laden gemacht und sind jetzt gut gestärkt und wollen uns, wenn wir jetzt schon da sind, hier noch den City Palace anschauen. Wir waren jetzt ungefähr 2,5 Stunden in dem Fort und es ist wirklich ein sehr, sehr großes Fort. Allerdings hat es uns im Vergleich zu den Forts, die wir bereits in Indien besucht haben, am wenigsten gefallen, einfach weil die meisten Räume doch sehr, sehr schlicht sind. Wir hatten auch wieder einen Audioguide, auch der war im Vergleich zu vor allem dem letzten Audioguide, den wir hatten, nicht so gut. Also man hat schon viele so einzelne Infos bekommen, aber uns hat so ein bisschen das Bigger Picture und die Zusammenhänge gefehlt. Und er hat sich ziemlich in die Länge gezogen und das würden wir auch über den Museumsbesuch sagen. Also es gibt so ein paar wunderschön ausgestaltete Räume, wie zum Beispiel auch in den anderen Forts, die haben uns auch sehr, sehr gut gefallen. Aber ansonsten ist es halt eher wie ein großes Museum, wo es wirklich zu jedem Themenbereich irgendwelche Ausstellungsstücke gibt. Und das war für uns dann vor allem gegen Ende doch ein bisschen anstrengend und wir waren dann auch schon übersättigt. Also wir würden auf jeden Fall empfehlen, das Fort zu besuchen, aber vielleicht muss man dann ein bisschen selektiver an die Sache rangehen und sich wirklich bewusst die Sachen anschauen, die einen besonders interessieren und die anderen Sachen dann vielleicht eher skippen oder vielleicht auch an zwei verschiedenen Tagen reingehen, dass man sich das so ein bisschen aufteilen kann. Für uns geht es jetzt heute Abend noch in eine Tanz- und Puppenshow und da freuen wir uns schon sehr drauf. Our first performance, Cheerly Dance from Northern Rajasthan. Die Show hat uns sehr gut gefallen, auch gerade das Tanzen. Ich finde das sehr faszinierend, wie die wirklich bis zur Fingerspitze der ganze Körper tanzt. Aber auch die Puppenshow war richtig lustig. Wir haben zwar nicht alles verstanden, weil nur ein Teil auf Englisch übersetzt worden ist und der Rest auf Hindi stattgefunden hat. Nichtsdestotrotz würden wir sagen, dass es ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis hat und dass definitiv auch eine der besten solcher Shows war. Auch gerade die Atmosphäre, das Ambiente war sehr schön. Was wir auf jeden Fall empfehlen können, ist früh zu kommen, um sich guten Platz zu sichern. Aber
selbst wenn man ein bisschen knapper kommt, bekommt man trotzdem noch einen Sitzplatz, wo man gut sieht. Das haben sie wirklich gut aufgebaut. Und jetzt haben wir hier uns ein sehr romantisches Restaurant auf einer Dachterrasse gesucht mit Kerzenschein. Und vor allem finden wir, dass es hier den besten Blick auf Udaipur und vor allem auf den See von hier aus gibt. Guten Morgen, wir haben jetzt hier schon ganz gemütlich diesmal mit Blick auf den See gefrühstückt und der Kaffee hier war auch richtig gut. Leider ist allerdings der See hier ein bisschen vermüllt, deswegen können wir das Café nur eingeschränkt empfehlen. Wir haben uns auch ein bisschen nachgedacht und geschaut, was wir heute noch alles anschauen wollen und sind so zum Schluss gekommen, dass wir die wichtigsten Sachen eigentlich alles schon gesehen haben. Und deswegen werden wir uns jetzt als allererstes hier noch ein bisschen treiben lassen, vielleicht ein paar Souvenirs shoppen und uns dann noch einen Tempel hier ansehen. Udaipur eignet sich übrigens auch hervorragend zum Shopping. Hier gibt es viele Schneider, vor allem auch für Männer. Zum Kleidungskauf in Indien wird es dann aber noch ein separates Video geben. Also wir haben uns jetzt den Jagdish-Tempel noch angeschaut. Das ist so der wichtigste Tempel in der Stadt. Und von außen ist er auch ganz hübsch und sehr detailreich verziert. Allerdings war er bei uns jetzt leider eingerüstet. Das Innere kann man sich eigentlich sparen. Das war nicht besonders spannend. Und generell würden wir sagen, wenn man gerade in der Nähe ist, kann man ihn mitnehmen. Aber wenn man es nicht gesehen hat, dann hat man auch nicht viel verpasst. Für uns gibt es jetzt hier Mittagessen. Für Robert gibt es einmal ein Kachupanier mit Butterroti. Und für mich ein Matapanier mit Pappern. Den späten Nachmittag verbrachten wir dann bis zum Sonnenuntergang noch in einem Café am Fatisagar See im Nordwesten Udaipurs. Udaipur sehr gut gefallen und irgendwie hatte der Ort auch nochmal so einen ganz anderen Vibe als die anderen indischen Städte, die wir gesehen haben. Auch weil alles so ein bisschen schicker und herausgeputzter war. Und es war für uns wirklich so der perfekte Ort, um einfach ein bisschen zu entspannen und die Seele baumeln zu lassen zwischendrin. Wahrscheinlich würde man die wichtigsten Sehenswürdigkeiten auch alle innerhalb von einem Tag schaffen, aber wir würden auf jeden Fall empfehlen, ein paar Tage mehr dort zu verbringen. Einfach um so die Atmosphäre zu genießen und sich eben, wie gesagt, ein bisschen zu erholen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao!